So, herzlich willkommen zu Teil 2 von diesem Primer-Call. Ich würde sagen, ich starte direkt wieder und dann geht's wieder weiter mit Carina. Den Teil 1 findet ihr unten in der Infobox, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ja, jetzt geht's weiter mit einem ganz normalen Basic-T-Shirt. Das habe ich für meinen Freund gekauft. Ja, das hat auch nur, Moment, ich glaube 2,50 Euro gekostet. Ja, weil er das mal brauchte. Deswegen habe ich ihm das mal mitgenommen. Dann habe ich mir noch so eine große Klammer gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Muster sein soll. Auf jeden Fall ist die hier unten so gold und die hat 2 Euro gekostet. Ich mache jetzt wieder weiter mit einem Basic-T-Shirt von meinem Freund in schwarz für auch 2,50 Euro. Dann mache ich weiter mit einer goldenen Kette und zwar ist das hier unten so erweitert worden, sage ich jetzt mal. Und die hat halt 2,50 Euro gekostet. So, jetzt mache ich weiter mit einer Strickjacke, nee, mit einer Sweatjacke. Die war runtergesetzt von 8 Euro auf 4,50 Euro, glaube ich. Also irgendwie 4 Euro, 4,50 Euro. Ja, 4,50 Euro. Und ja, die habe ich mir einfach mal zum Sport machen jetzt gekauft. Und die war sehr, sehr günstig. Dann habe ich mir noch so Sandalen gekauft und die sind jetzt weiß. Und hier vorne, also hier oben, ist dann so eine Gliederkette. Und ja, die haben 6 Euro gekostet. So, jetzt mache ich weiter mit einem wirklich richtig, richtig schönen Pullover. Und zwar hat er 17 Euro gekostet. Das war, also das ist hier so ein grauer Pullover mit so einer quasi Bluse unten drunter. Also hier ist nur der Kragen zu sehen und unten wurde das dann halt so erweitert. Also sieht das dann quasi so aus, als hättet ihr so eine Bluse drunter. Und das fand ich wirklich total schön, deswegen musste der auch mit. Dann habe ich mir noch so goldene Perlenohrringe gekauft und die sind, ja, sind halt Gold und kosten 1,50 Euro. So, dann mache ich weiter mit einem weiteren Basic-T-Shirt und zwar ist das so ein ganz normales Schwarz-Basic-T-Shirt für 3,30 Euro. Das habe ich mir gekauft, ja, um einfach mal ein schwarzes Basic-T-Shirt zu haben. Dann habe ich noch so einen weißen Bademantel gekauft. Ja, den seht ihr jetzt nicht ganz, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie ein Bademantel aussieht. Ja. Der ist auch total weich und der Stoff ist auch voll schön. Und der hat 12 Euro gekostet. Jetzt mache ich weiter mit meiner allerletzten Sache. Und zwar ist das hier ein Schlafanzug von Mini. ja, das ist so ein richtig kuschelig, weicher Stoff und, oh mein Gott, das hängt so zusammen, deswegen kann ich euch das nicht so gut zeigen. Und dazu gibt es dann noch hier diese schöne rote Hose, die noch so ein Bund am Ende des Beines hat. Und das Ganze hat 12 Euro gekostet und wirklich diese Schlafanzüge sind wirklich so, so toll von Primark. Dann habe ich mir noch... Dann habe ich mir noch so Rosensocken gekauft und ja, die sind total schön und kosten 2,50 Euro. Ja, ich habe jetzt gar keine Sachen mehr, das war's jetzt von mir. Meine restlichen Sachen seht ihr ja in Teil 1, findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und ich würde sagen, ich überlasse das Ganze hier mal Carina und Carina zeigt euch ihre restlichen Sachen. Dann habe ich mir noch so ein Skaterrock gekauft, der ist auch weiß und den finde ich total schön, wenn man den mit, zum Beispiel mit Sandalen oder so einem Crop-Top oder so kombiniert und der hat 9 Euro gekostet. Dann habe ich noch so Ohrringe, das sind so Dreiecke und innen drin ist so was Schwarzes und die haben 2,50 Euro gekostet. Mehr habe ich nicht. Ja gut, das war's jetzt mit unserem Primer-Call Teil 2. Und ja, wenn euch das interessiert, was wir noch so gekauft haben, natürlich bei Teil 1 vorbeischauen. Und ja, das war's jetzt mit unserem Primer-Call. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, dass ich euch wirklich alle meine Primer-Calls unbedingt zeigen muss. Ich habe euch ja vorher bei Instagram gefragt, da habe ich ein Bild von mir hochgeladen. Und ja, da haben wirklich sehr, sehr viele Leute gesagt, ich soll unbedingt einen Haul zeigen, weil ich ja so viele Tüten hatte. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich Sarah Desideria. Oder Carina folgen. Dort heißt sie Carina Konopenko. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.